Im letzten Video habe ich das Prozesscontrolling mit den Aufgabenbereichen Prozessbewertung, Prozessüberwachung und Prozesskommunikation im Überblick vorgestellt. Dabei habe ich auf das Aufgabenfeld Prozessbewertung nur etwas angerissen und in diesem Video gehe ich mehr auf die Details ein. Und wir werfen einen Blick in eine Prozessmanagement-Software, wie eine solche Prozessbewertung in der Praxis aussehen kann. Fangen wir an. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Warum sollte man regelmäßig eine Prozessbewertung durchführen und was zum Himmel ist das eigentlich überhaupt? Fangen wir mit dem Was an. Mit der Prozessbewertung wird geprüft, ob es zur Umsetzung der Unternehmensstrategie überhaupt die richtigen Prozesse gibt, ob welche fehlen oder ob Prozesse überflüssig, also zu viel sind. Die Prozessbewertung ist also die Brücke, die die Unternehmensstrategie in die Prozesslandschaft umsetzt. Ihre Prozesse bzw. die Prozesslandkarten müssen der Strategie des Unternehmens abbilden und nicht umgekehrt. Die Prozessbewertung ist damit ein Werkzeug zum Aufbau, zum Erhalt und der Verbesserung der Effektivität Ihres Handelns. Also die richtigen Dinge tun, einen Effekt erzielen. Deshalb Effektivität. Ich gebe Ihnen dazu jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Ein Brandschutzunternehmen hat beschlossen, sich auf den Brandschutz in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen zu spezialisieren. Also Schulen, Kindergärten und Altenheime und dergleichen. Soweit so gut. Es ist ein strategisches Ziel, den Anteil dieser Kunden zu erhöhen und insgesamt den Marktanteil, also Marktanteile dazu zu gewinnen. Das bedeutet, einen Prozess Markt bearbeiten, also das Marketing so aufzubauen und durchzuführen, dass dieses Brandschutzunternehmen diese Kunden besonders anzieht. Ein solcher Prozess war nämlich nicht vorhanden. Und jetzt kommt's. Bitte gut zuhören. Tagesgeschäft frisst die Strategie zum Frühstück, wenn sie nicht gesteuerte Prozesse gegossen wird. Vor lauter operativen Tätigkeiten im Tagesgeschäft wurde eben kein solcher Prozess aufgesetzt und überwacht. Mit der Folge, dass sich eben exakt null verändert hat. Das eigentlich sinnvolle strategische Ziel wurde zur reinen Absichtserklärung und hat keinerlei Konsequenzen nach sich gezogen. Wenn also die Prozessbewertung zutage fördert, dass etwas zur Umsetzung Ihrer Strategie fehlt, dann müssen Sie sich auch die Zeit und die Ressourcen zur Umsetzung aufbringen. Sonst verpufft Ihre gesamte Mühe und Sie können sich die Prozessbewertung auch wirklich sparen. Ich habe auch ein Beispiel für den umgekehrten Fall. Wenn Sie bisher Ihre Buchhaltung selbst erledigt haben und diese nun vollständig an Ihren Steuerberater abgeben, also das klassische Outsourcing, dann sind Ihre bisherigen Buchhaltungsprozesse weitgehend obsolet geworden. Dann können die auf eine fehlerhafte Belegübergabe reduziert werden und das war's aber auch schon. Alle Ihre Prozesse auf der obersten Prozesslandkarte sollten einem strategischen Thema oder Ziel zugeordnet werden können. Und das klärt auch die Notwendigkeit der Prozesse und deckt auch wirklich die blinden Flecken im Unternehmen auf. Nach dieser ersten Beurteilung der Effektivität der Prozessstruktur stellt sich immer noch die Frage dann, wo anfangen? Hier hat sich eine Einteilung nach dem Prozesstyp, der Wichtigkeit des Prozesses und der Frage, ob es sich um einen Schlüsselprozess handelt, sehr bewährt. Mit dem Prozesstyp kann man die klassische Einteilung nach Kernprozessen, Unterstützungsprozessen und Führungsprozessen vornehmen oder auch Managementprozesse genannt. Die Einteilung nach der Wichtigkeit kann ganz stark subjektiv geprägt sein. Manche finden das unheimlich wichtig, der andere vielleicht nicht so wichtig. Daher habe ich mich für die folgende Definition für mich selbst festgelegt. Eine geringe Wichtigkeit liegt vor, wenn also alle Prozesse, deren Ergebnis nur intern wahrgenommen werden, ohne finanzielle Auswirkung auf interne oder externe. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Morgenbesprechung durchführen. Das betrifft jetzt interne, aber es hat jetzt keine wirkliche finanzielle Auswirkung mit irgendwas. Und externe kriegen es nicht mit, ob sie sich morgens kurz zusammenstellen und eine Morgenbesprechung machen oder eben auch nicht. Alle Prozesse, deren Ergebnis von internen oder externen wahrgenommen werden können, ohne finanzielle Auswirkung, das ist eben ein wichtiger Prozess. Also wenn man eben draußen was mitbekommt, was da passiert, wenn es also zum Beispiel den Ruf beeinflussen könnte oder dementsprechend das Unternehmen tatsächlich auch man von außen sehen könnte, dass da was passiert, ohne finanzielle Auswirkung, dann ist es eben ein wichtiger Prozess. Ein Beispiel dafür wieder, YouTube-Videos erstellen und veröffentlichen wäre jetzt so ein Beispiel, solange eben damit keine Werbeeinnahmen auf YouTube generiert werden. Also wenn Sie jetzt nur Videos machen, so wie ich das eben auch mache zum Beispiel, und es veröffentlichen, dann kriegen Sie das mit als Zuhörer, als Zuschauer, bilden sich Ihre Meinung drüber, aber es hat jetzt keine direkten finanziellen Auswirkungen. Ein geschäftskritischer Prozess wären dann alle Prozesse, deren Ergebnis von intern oder extern wahrgenommen werden können, mit direkter finanzieller Auswirkung.
Der Prozess Abrechnung erstellen wäre zum Beispiel so ein Beispiel für einen geschäftskritischen Prozess, weil letztendlich kommt hinten eine Rechnung raus, die dann auch jemanden bezahlen soll. Und wenn Sie das nicht tun, die Abrechnung erstellen, kriegen Sie kein Geld. Auch die Einteilung, ob der Schlüssel Prozess ist oder nicht, kann sehr subjektiv ausfallen. Meine für mich gefundene Definition dazu ist, wird das Ergebnis des Prozesses von einem Externen bezahlt oder eben auch nicht? Und das ist relativ einfach festzustellen und erlaubt eine leichte Einordnung. Und mit dieser Einordnung bekommen Sie jetzt im Rahmen der Prozessbewertung eine Priorisierung, bei welchem Prozess Sie jetzt intensiv weiterarbeiten sollten, zum Beispiel für Verbesserungen oder für Kennzahlenerhebungen und Ähnliches. Der nächste Schritt der Prozessbewertung ist dann nämlich die Klärung, ob die Prozesse ein klares Prozessziel haben. Ein Prozessziel muss also eine Metrik, eine Kennzahl übersetzbar sein. Und ein Prozessziel kann zum Beispiel sein, fehlerfrei zu produzieren. Und bei der Prozessbewertung geht es noch nicht um die Erhebung der Kennzahl oder den Soll-Ist-Abgleich, sondern es geht eigentlich bei der Prozessbewertung erstmal nur darum, ob überhaupt ein Prozessziel vorhanden ist. Und nach so viel grauer Theorie schauen wir uns dieses Thema Prozessbewertung jetzt mal in dem Prozessmanagement-Werkzeug Adonis an, wie es da gelöst ist. Das gibt es mit Sicherheit auch ähnlich in anderen Werkzeugen, aber ich habe das bei mir im Einsatz und ich kann es Ihnen mal zeigen, wie man es relativ leicht umsetzen kann. Gucken wir mal rein. Sie sehen jetzt die Prozessmanagement-Suite Adonis von der Firma BOC und zwar in der Community Edition. Das bedeutet, Sie können sich einfach kostenlos anmelden. Die ist, wie gesagt, kostenlos. Eine Vollversion, Sie können alle Funktionen ausprobieren. Sie ist nur in der Größe von den Objekten und von den Modellen beschränkt. Alles andere ist sonst wie die Bezahlversion. Ich habe hier eine Prozesslandkarte aufgebaut, nämlich Finanzen und Buchhaltung managen, wie sie in den meisten Betrieben vorkommt. Und diese blauen Doppelpfeile sind immer ein Zustand, also ein Status, und diese hellblauen Pfeile sind die Prozesse, eben was man damit macht. Also ich habe eine fakturierbare Leistung, zum Beispiel wurde eben eine handwerkliche Leistung erbracht, ein Regiezettel ist unterschrieben, dann wird die Leistung eben abgerechnet. Und danach habe ich einen abgerechneten Auftrag, von dort aus werden die Einlagenzahlungen überwacht, die wird dann meistens natürlich beglichen. Und wenn sie beglichen ist, geht es eben rein in Geschäftsvorfälle, buchen, gibt einen Buchungssatz, es werden Abschlüsse erstellt. Das macht oft der Steuerberater eben mit Monats- und Jahresabschlüssen und am Ende werden die Steuererklärungen abgegeben. Wie können wir jetzt hier eine Prozessbewertung durchführen? Mit einem Doppelklick hier auf das Prozessobjekt öffnet sich das sogenannte Notebook, das heißt, wo die ganzen Attribute eben zu pflegen sind für dieses jeweilige Prozessobjekt. Und da gibt es dann auch einen Reiter hier, Klassifikation. Da kann man eben dann zum Beispiel eingeben, den Prozesstyp, was ist es? Die klassische Einteilung nach Managementprozess, Kernprozess, Verbesserungsprozesse oder Support. Und in dem Fall ist es ein Supportprozess, weil dieses Thema Buchhaltung und Finanzen ist klassischerweise eben ein Supportprozess. Die Wichtigkeit eben der entsprechenden Prozesse kann man hier entsprechend einstellen. Gering, wichtig, geschäftskritisch. Nach meiner Definition ist es ein geschäftskritischer Prozess, weil es eben darum geht, dass dann zum Schluss wirklich Geld fließt. Es wird auch von extern wahrgenommen, also insofern wäre das jetzt ein wichtiger Prozess. Und in dem Fall auch ein Schlüsselprozess, weil er eben tatsächlich abhängig ist von extern, weil da auch wirklich Geld fließt. Man kann jetzt noch hergehen und unter dem Reiter Prozessautomatisierung zum Beispiel einteilen, ist der determiniert, also sprich, weiß jeder, was da zu tun ist, ist das vielleicht sogar gesetzlich festgelegt, dann wäre es wirklich determiniert, gibt es vielleicht ab und zu dumme Ausnahmen, wann da was gemacht wird, oder ist es eher was Chaotisches, das heißt eine Art Hochabarbeitung, wann es irgendwie halt mal anfällt, aber nicht so wirklich was Geregeltes. In dem Fall Leistungen abrechnen ist eigentlich was, was meistens nur mit Ad-Hoc-Ausnahmen ist oder vielleicht sogar determiniert, weil es oft in den Betrieben festgelegte Zeitpunkte gibt, wann eben die Leistungen abgerechnet werden. Wie schwierig ist das Ganze, eine Leistung abzurechnen? Das kommt jetzt darauf an, wie schwierig jetzt Ihr Gewerk ist. Wenn Sie einen Online-Shop zum Beispiel haben, dann werden eben die Rechnungen automatisiert erstellt. Wenn Sie jetzt ein klassischer Handwerker sind, dann kann das eben zwischen durchschnittlich und hoch sein, je nachdem eben, wie schwierig eben das jeweilige Gewerk war. War es nur eine kleine Reparatur zum Beispiel oder war es eben vielleicht ein kompletter Dachstuhl, den Sie erstellt haben. Bei den Prozessdurchläufen ist immer die Frage, das kann man recht schön einteilen, wie oft kommt denn das Ganze vor, vielleicht mehrmals pro Tag oder mehrmals in der Woche, mehrmals im Monat. Also jetzt in dem Fall Rechnungen erstellen, wird sicherlich mehrmals die Woche sein. Ich denke, das kann man mit gutem Gewissen so entsprechend einstellen. Ich habe jetzt mal das für alle diese Prozesse entsprechend durchgenommen und entsprechend klassifiziert, denn wir wollen uns jetzt anschauen, wie man das Ganze auch entsprechend auswerten kann und auch grafisch darstellen. Dazu gehen wir hier auf Analysieren und erstellen eine neue Analyse, zum Beispiel hier aus manueller Auswahl. Dann geben wir da oben einen Namen, das ist dann zum Beispiel, nehmen wir es mal einfach Prozessbewertung.
Finanzen managen. Und was wollen wir uns anschauen? Natürlich eben entsprechend dieses Prozessmodell, was ich gerade hatte. Das ziehen wir jetzt einfach mit Drag and Drop hier rüber. Dann ist die Frage, die Daten haben wir jetzt rübergezogen über Drag and Drop. Wie soll das Ganze aussehen? Wir nehmen jetzt hier ein Blasendiagramm und dann können wir relativ schnell hier einfach zusammenklicken, was wollen wir haben. Wir wollen uns die Prozesse anschauen, die Prozessobjekte. Was ist auf der X-Achse? Da können wir zum Beispiel nehmen den Prozesstyp zum Beispiel. Man könnte natürlich auch andere Sachen nehmen, wie zum Beispiel die Wichtigkeit. Und auf der Y-Achse könnten wir uns vielleicht die Anzahl der Prozessdurchläufe angucken und als Blasengröße vielleicht dann den Prozesstyp. Mit einem Klick auf OK sehen wir jetzt eben hier ein entsprechendes Diagramm. Es ist wenige Male pro Jahr, zum Beispiel sind es hier die Steuererklärung nur gewesen. Das ist klar, ist aber ein geschäftskritischer Prozess. Forderungen managen ist eben mehrmals im Quartal, zum Beispiel wenn Sie es dann mahnen müssen oder sowas ähnliches. Abschlüsse erstellen, das ist auch mehrmals im Quartal, weil Sie meistens Monats- oder Quartalsabschlüsse abstellen. Aber wir haben hier mehrmals in der Woche zum Beispiel die Geschäftsvorfälle buchen oder eben auch, und das sind hier diese drei Blasen eben, weil es drei Prozesse sind, Eingangszahlungen überwachen, Leistungen abrechnen und Rechnungen begleichen. Rechnungen begleichen ist, wenn Sie Ihre Lieferantenrechnungen bezahlen. Und da können Sie sich darüber anschauen, eben, was sind jetzt hier vielleicht die Themen, die man entsprechend in der Prozessbewertung angucken muss, haben die Prozessziele und Ähnliches. Auf jeden Fall ist das hier ein Beispiel, wie relativ schnell man mit Drag and Drop und einfach die Sachen zusammenklicken, hier sehr schöne grafische Analysen eben für eine Prozessbewertung machen kann. Im nächsten Video gehe ich auf das Aufgabenfeld der Prozessüberwachung ein. Also die Erbsenzählerei, die so geliebt ist von allen. Und ich entkräfte natürlich auch das Argument, das kann man nicht messen oder das lässt sich nicht messen oder alles ist individuell. Und daher lohnt es sich wirklich immer, unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie eben keine Videos verpassen. Wir machen da oft ganz viele Serien draus. Wir sehen uns gleich. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.